Das wollte ich gar nicht. Hier noch lang? Nö. Na gut, dann nicht. Dann nicht. Okay, da sind drei. Die hätte ich gerne. Das heißt, du musst mal eben das Ding daran fest. Und dann ist da oben noch einer. Glaube ich. Na? Maß anständig, dankeschön. Hatten wir auch. Gut. Sehr gut. Es läuft doch einigermaßen anständig. Ist da unten noch irgendwas einzusammeln? Sieht jetzt erstmal nicht so aus, ne? Oh. Ja, ich dachte, vielleicht hätte sie sich da irgendwie... festangeln können. Irgendwie funktioniert es. Ich weiß echt nicht wie, aber irgendwie scheinen die ganzen Sachen zu funktionieren. Auch ich lebte zu dieser Zeit in einem richtigen Körper, so wie meine Schwester Rona. Wir versuchten damals, die Welt zu retten. Der Wächter war ein großer Magier und er gab uns die Mittel, Sarek gefangen zu nehmen. War Rona? War das die im zweiten Teil? Da war doch auch irgendeine Trolle. Oh Gott, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, was in den anderen Teilen an Story so an sich war. Oh. Nicht nett. Hinfort mit dir. F? Geht nicht? Dankeschön fürs Hochbringen. Bis dann. Können wir einfach ein bisschen höher machen, schätze ich. Oh Gott, das ist... Nein, das ist wieder einer von denen. Das ist wieder einer von denen. Ach, Gott sei Dank. So. Was ist das da oben? Nichts zum Dranhaken. Das ist schlecht. Aus dieser Perspektive kann ich nicht nach unten gucken. Das ist ja jetzt nervig. Na gut, machen wir es so. Ja, ist ein bisschen gecheatet, aber... So ist das eben.
Wir machten Jagd auf Sarek, um ihn zu stellen. Doch er schien zu ahnen, dass wir für ihn Unheil bedeuteten, also ergriff er die Flucht. Oh. Wir wollten seine Seele in drei Teile spalten und sie auf der ganzen Welt verstecken. So hätte er nichts tun können, während wir in aller Ruhe nach dem versteckten Herz suchten. Und wo ist die Dame Rona heute? Nun, das werdet ihr schon bald erfahren. Ah ja, das klang irgendwie nicht so... Der sieht auch nicht so ganz nett aus. Wenn ich ehrlich bin. Es ist schon wieder so ein Ding. Ich dachte, das hängt fest. Das wäre sehr ungünstig gewesen. Na komm schon. Schub. Schub. Nicht. Na gut. Dann wieder auf die einfache Art und Weise. Könnt ihr da hoch oder könnt ihr nicht da hoch? Wenn nicht, habe ich ein Geschenk für euch. Ah, Moment, ich muss euch noch richtig anvisieren. Naja gut, vielleicht auch nicht. Ist nicht sehr effektiv hier. Na gut, auf die andere Art und Weise. Oh, Moment. Haha, was ist denn das schon? Das war effektiv. Mach, dass du da rauskommst. Vielleicht geht's auch nicht. Wie kommen wir denn wohl an das Ding da in der Mitte? Ah, ich weiß schon. Dafür muss ich nochmal eben. Gut. So. Hätten wir das auch gelöst, ne? Oh nein. Oh nein, 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 nein. Du sollst da hochklettern. Oh, Schande. Oh Gott, geht doch. Okay. Bist du noch da? Bist du noch da? Oh, und dann bin ich voll daneben gesprungen. Ja. Oh. Ups. Perspektive und so, ne? Es ist nicht immer so einfach. Schon gar nicht, wenn es wirklich anfängt rumzubouncen. Schon wieder daneben gesprungen. So. Draufklettern. Naja, gut. Sagen wir doch mal ehrlich. Ups, wir sind... Oh Gott. Wir sind ein bisschen zerquetscht worden. Von dem Bouncy-Ding. Hoppala. Ohne dich zu zerquetschen? Nehmen wir das mit? Sieht so aus, ne?
Nein, 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 nein. Schande. Jetzt fehlt uns auf jeden Fall was. Ah. Ah. Mist. Mist, Mist, Mist. Ich möchte definitiv nicht noch mehr verlieren. Oh. Oben ist wieder einer. Okay. Das heißt, wir sind vorsichtig mit denen hier umgehen. Außer mit dem. Den müssen wir kaputt machen. Aber die anderen könnten wir ja noch verwenden. Nein, 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 nein. No, Mist. Verdammt. Oh, du schon wieder. Schade. Flump. Flunk. Guck mal hier. Na 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 na. Oh Gott. Wann geht das nochmal auf? Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ganz unauffällig. Oh Gott. Okay, jetzt ist irgendwie der Sound gerade... gewesen von dem Ding. Das war super creepy. Ah. Mhm. Gibt's wieder irgendwas zum Ziehen? Aha. Aber nichts zum Festigen. Soweit ich das sehen kann. Den brauche ich noch. Was macht das? Ah, okay. Kann ich mich einfach auf das Ding stellen? Sieht irgendwie nicht so aus, ne?
Oh, dann falle ich einfach runter. Manu. Oh Gott, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll mit diesem Ding. Fällt einfach immer runter. So was. Doof? Sieht komisch aus, was er da macht. Hab ich irgendwas nicht gesehen vielleicht, aber... Also das Ding muss auf jeden Fall irgendwie hoch. Ist das irgendwie von Relevanz, dass die Flügel sich bewegen? Ich weiß es nicht. Ich meine, man kann das machen. Aber man wird halt ständig wieder von dem Ding runtergezogen. Was ein bisschen nervig ist. Und hätte ich jetzt noch die andere Dings gehabt, hätte ich sie da draufstellen können, ne? Ich kaputt machen wollte ich gerade sagen, Scheiße. Okay. Oh. Schade, dass wir das Band nicht... sag mal, länger gemacht haben. Nein, 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 nein. Wo bin ich denn hier eigentlich? Da will ich. Okay. Alles klar. Wir trieben ihn in den Tiefen eines Feuerbergs in die Enge. Denn wir mussten erst seinen Körper bezwingen, um seine Seele gefangen nehmen zu können. Und dann habt ihr gegen ihn gekämpft. Du meine Güte. Trine, du bist gestorben? Trines Körper war vergangen. Doch die Artefakte der Macht waren geboren. Ihre Magie gab Trine und ihrer Schwester Kraft und Weisheit, um Sarek gefangen zu halten. Und zwar so lange, bis Helden tapfer und klug genug wären, Sareks Herz zu finden.